Hallo, mein Name ist Andreas Töck, ich bin mit im Vorstand von Be an Angel. Be an Angel ist eine Flüchtlingshilfsorganisation, die sich 2015 darum kümmert, dass Menschen hier gut und sicher leben können, die angekommen sind. Wir engagieren uns in Deutschland, wir engagieren uns in Moria, in diesem entsetzlichen Flüchtlingscamp und versuchen über Lobbyarbeit mit der Politik Wege zu finden, dass hier Integration funktioniert. Im März 2020 haben wir angefangen, mit Geflüchteten für Obdachlose zu kochen. Das sind bis jetzt 8.700 Essen. Und symbolisch steht hier eine Tafel, was wir geleistet haben, was Geflüchtete in Deutschland für Obdachlose gemacht haben, weil der Staat versagt. Die Behörden versagen. Die Menschen werden nicht ausreichend versorgt. Das muss die Zivilgesellschaft übernehmen. Das machen wir. Wir machen das gerne, aber wir erwarten mehr Unterstützung von Verwaltung und von Politik. Wir erwarten mehr Anerkennung für Initiativen wie die unsere. Wir arbeiten hier in Berlin mit 5 verschiedenen Obdachloseninitiativen zusammen, vor denen wir den größten Respekt haben, dass sie auch in Zeiten der Krise den Betrieb aufrechtzuerhalten für Menschen, die es wirklich dringend brauchen.